Auch heute riecht es wieder ganz streng nach Bullenmarkt, nur leider nicht bei den Aktienmärkten, vielmehr bei den Renditen, denn die steigen, nachdem nicht nur die deutschen Inflationsdaten höher als erwartet ausgefallen sind heute, sondern auch die Preiskomponente beim heutigen US-ISM-Index deutlich höher war. Dementsprechend steigen die Zinserwartungen, die Renditen sind gestiegen. Und das ist normal nicht so gut für die Aktienmärkte, die sich dennoch wacker halten. Der S&P 500 hat heute die Unterstützung bei 3.940 Punkten verteidigt. Das ist Make or Break, sonst könnte es ungemütlich werden. Solange die 3.940er Marke hält, leben die Aktienmarktbullen noch. Aber schauen wir uns das aktuelle Umfeld mal an. Und das hat sich sehr, sehr schnell gewandelt. Die Märkte preisen jetzt 4 weitere Zinsanhebungen ein als Basisszenario. Jetzt gibt es eine 40% Chance eingepreist in den Fed Fund Futures, dass wir im Juli bei einem Zinssatz von 5,75% sind. Wir haben sogar eine 13% Chance, dass die Zinsen bis 6% steigen oder sogar höher. Vor einem Monat war das noch so, dass die Chance im Grunde, dass die Zinsen über 5,5% steigen, gleich null eingepreist war. Aber höhere Inflationsdaten und robustere Konjunkturdaten haben dieses ganze Szenario, diese ganze Hoffnung auf einen Fed-Pivot, denke ich, jetzt erstmal ziemlich löchrig geschossen. Und hier sehen wir mal den ISM-Index. Prices paid, vor allem die bezahlten Preise, 51,3. Alles über 50 heißt steigende Preise gegenüber der Erwartung von 46,5. Und dementsprechend haben die Märkte reagiert. Hier in der unteren Grafik sehen Sie, wie jetzt die Prices paid, die zuvor ja deutlich zurückgekommen sind im ISM-Index, wieder deutlich nach oben schnappen. Und die Anleihemärkte haben darauf stark reagiert. Die 10-jährige US-Staatsanleihe hat die symbolisch so wichtige Marke von 4% erreicht. Und das heißt, die Anleihekurse sind weitergefallen, die Renditen hier stehen. Und das, obwohl die globalen Anleihemärkte schon den schlechtesten Februar hatten seit den 1990. Im Januar gab es ja diese starke Rallye zusammen mit den Aktienmärkten. Aber jetzt sehen wir, Anleihemärkte und Aktienmärkte gehen in Tandem. Mithin also fallende Aktienmärkte und fallende Anleihekurse. Wir sehen jetzt, dass die Zinskurve, also die Renditedifferenz zwischen der 2-jährigen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe, bei minus 0,89% liegt. Das ist ein neues Allzeittief. Das gab es nicht mal in den 1980er Jahren. Und wie Alf hier bemerkt, Big Trades going on in Fixed Income, also am Anleihemarkt. Die Trader wetten, dass die Fed Funds bei 5,5% Dezember 2023 sind oder sogar drüber. Das heißt, niente Zinssenkung, nada. Da wird also nichts passieren. Zumindest ist das der Stand jetzt. Das ist eben die Auffassung, dass die Zinsen so schnell nicht werden sinken können. All das war aber die Voraussetzung eigentlich für diese Aktienmarkt-Rally. Heute der Andrew Agassi für das Prekariat, nämlich Neil Kashkari, Chef der Minneapolis Fed, der gesagt hat, ja, wage growth is too high. Wir haben noch eine Flut von Exuberance, also von Überschwang. Und vor allem, wir sehen nicht wirklich, dass unsere Zinsanhebungen sich bemerkbar machen, vor allem im Service-Sektor, also im Dienstleistungssektor. Da ist also jener Kashkari, der jetzt praktisch klargemacht hat, ich habe eigentlich eine Zinsanhebung von 50 Basispunkten favorisiert bei der Sitzung der Fed am 1. Februar. Was hat er noch gesagt? Man sollte nicht überreagieren auf einzelne Daten. Und im Dezember habe ich noch gedacht, wir sollten die Zinsen auf 5,4% anheben und halten. Subtext, es könnte auch ein bisschen höher sein. Und dann hat er gesagt, ja, Overtightening Policy ist sicherlich ein Risiko, also wenn wir die Geldpolitik zu sehr straffen, aber zu wenig zu machen, ist das größere Risiko. Das zeigt so ein bisschen die mentale Verfassung. Vor allem auch bei einem Neil Kashkari, der hier noch im Juni 2021 gesagt hatte, also ich bin gegen jede Zinsanhebung das ganze Jahr bis 2023. Er hat es sich offenkundig ein bisschen
anders überlegt. Ja, was müsste denn eigentlich passieren, damit die Fed dann die Zinsen senkt wieder oder damit die Fed zumindest aufhört, die Zinsen anzuheben? Bostic von der Atlanta Fed hat sich dazu geäußert und hat einen Text geschrieben. Erstmal bräuchte man ein anderes Gleichgewicht zwischen Labor Supply und Demand. Also der Arbeitsmarkt muss sich abkühlen. Erste Voraussetzung. Dann müssten die höheren Zinsen endlich die Nachfrage nach unten bringen. Zweite Voraussetzung. Dann müssten die Lieferketten-Situation sich entspannen. Das passiert teilweise. Also das Angebot müsste steigen. Dann müssten wir einen geringeren Breadth in der Inflation haben, also eine geringere Breite der Inflation. Und wir bräuchten stabile Inflationserwartungen. Wenn wir jetzt mal uns anschauen, was eigentlich so mit den Konsumenten in den USA passiert, das ist ja für die Märkte extrem wichtig. Hier sehen wir Low-Income-Households haben richtige Probleme mit ihren Autokrediten. Hier haben wir eine Delinquency Rate jetzt von über 6%. Das gab es nicht mal in der Finanzkrise. Geht also deutlich nach oben, ist im Gefolge der ultralaxen Geldpolitik deutlich nach unten gegangen seit der Corona, aber jetzt eben wieder stark ansteigend. Und wenn Sie hier links mal gucken, das hatte ich heute Morgen schon gezeigt, Credit Card Debt, durchschnittlicher Zinssatz 24%, Gebrauchtwagen, durchschnittlicher Zinssatz für Kredite 13,7%, neue Autos 8,7%, Mortgages, also Hypothekenkredite 7,1. Alle Schulden sind massiv gestiegen und jetzt sollen dann auch die Zinsen noch steigen. Das wird schwierig, obwohl es jetzt Anzeichen gibt, dass gerade die Geringverdiener, in Anführungszeichen, also diejenigen aus dem unteren Einkommenssektor, jetzt ein bisschen aufholen, was ihre Löhne betrifft, was wiederum zwar schön für die Leute ist, aber für die Fed eben dann vielleicht wieder ein Problem ist. Denn 36% der amerikanischen Erwachsenen haben jetzt, auch das hatte ich heute Morgen schon gezeigt, mehr Kreditkartenschulden, als sie praktisch im Sparstrumpf haben. Also sie leben konstant auf Pump. Das ist ein Anstieg von 27% im Jahr 2022 und 21% im Jahr 2021. Also mehr als jeder Dritte hat ein Riesenproblem und die Affordability, also die Leistbarkeit, sich etwa eine Immobilie zu kaufen, ist ungünstiger als auf dem Hochpunkt der Housing-Blase, der Hausblase, nämlich Home Price to Median Income Ratio, also das mediane Einkommen. Das zeigte, wie die Lage da ist. Und hier sehen wir, dass vor allem die Real Employment Cost Index, Wages and Salaries, für private Arbeitnehmer praktisch aufholt, aber eben noch ganz weit unter dem Trend ist. Und das ist ein Riesenproblem, weil jetzt auch eben die Kreditvergabe, wie Sie in der unteren Grafik sehen, von den Banken eingeschränkt wird. Die ganze Geschichte wird immer rigider gehandhabt bei der Kreditvergabe. Und das ist ja mein Tenor, ist nämlich, das alles entzieht Liquidität. Und Liquidität ist die Basis jedes Bullenmarktes. Insofern bin ich ja, wie Sie vielleicht erahnen, schon seit einiger Zeit ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Rallye. Skeptisch ist jetzt auch das Wall Street Journal gegenüber den Arbeitsmarktdaten, nämlich den sogenannten JOLTS, den Job Openings. Die waren ja zuletzt wieder extrem stark und hier sagt jetzt das Wall Street Journal, also irgendwas kann da nicht stimmen, jetzt ist der Verdacht da. Naja, ist das Inkompetenz oder vielleicht will man so ein bisschen die Lage beschönigen seitens der Biden-Administration? Das alles vom Wall Street Journal und nochmal zu den Aktienmärkten. Hier sagt Richard Bernstein Advisors, ein Analysehaus aus den USA, die Blase am Aktienmarkt ist geplatzt und das ignorieren Anleger. Die spekulative Ära an den Aktienmärkten ist vorbei. Die Liquidität auf dem Markt schrumpft schneller als in den Jahren 2000 und 2008. Kommt Ihnen vielleicht irgendwo bekannt vor von irgendeinem seltsamen deutschen YouTuber. Und Investoren, die auf die aktuelle Rallye setzen, ignorieren die sich geänderten Marktbedingungen. Und Leon Kopperman oder Cooperman, eine Legende an der Wall Street, der sagt, ich bin weder Bulle noch Bär, aber wir haben halt jetzt eine ziemlich blöde Konstellation, Quantitative Tightening, Fed Tightening, also Bilanzsummenreduzierung, Zinsanhebungen durch die Fed, höherer Ölpreis, stärkerer Dollar. Eines davon oder die Kombination aus diesen vieren dürfte dazu führen, dass der S&P nochmal zweistellig verlieren wird und
Wenn wir uns jetzt mal die Zahlen aus der Berichtssaison anschauen, an der Wall Street, die ja jetzt praktisch gelaufen ist, diese Berichtssaison, dann sehen wir, dass die Gewinne rückläufig sind. Okay, aber diese Zahlen sind vielleicht auch ein bisschen geschönt. Es gibt ja in den USA Gap und Non-Gap. Und hier ein Artikel auf Bloomberg, der sagt, die Manager dieser Firmen sind so unter Druck, hier anständige Zahlen zu präsentieren, dass sie mit Accounting-Möglichkeiten, also mit Bilanz, ich will nicht sagen Täuschungen, aber halt mit Bilanzoperationen das Ganze besser darstellen, als es faktisch ist. Und das ist vielleicht so eines der Trigger auch, dass die ganze Geschichte hier vielleicht nicht ganz so solide funktioniert hat bei dieser Berichtssaison, die ohnehin schon nicht so richtig war. Und Paradebeispiel ist Nvidia, dieser Chip-Konzern, der ja kürzlich seine Zahlen vorgelegt hat. Letztendlich null Wachstum beim Umsatz seit eineinhalb bis zwei Jahren bei Nvidia. Aber man hat hier das Wort AI eben immer wieder erwähnt. Hier sieht man so ein Cartoon, wenn du deinen Aktienkurs nach oben bringen willst, was tust du? Naja, Buybacks, ja, das ist ziemlich alt, Layoffs haben wir alles jetzt schon gesehen. Menschen AI, also erwähne künstliche Intelligenz und dann klappt das. Und jetzt hat das Unternehmen gestern nachbörslich bekannt gegeben, ups, wir haben jetzt mal ein Shelf Offering gemacht, das ist praktisch so eine Art Kapitalerhöhung light, wo man sich ohne große Vorschriften gegenüber der SEC, der Börsenaufsicht, hier neue Aktien emittieren kann im Wert von 10 Milliarden Dollar. Nun hat Nvidia eine Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden Dollar, ist deshalb einer der ganz großen Player. Und jetzt ist auch noch bekannt geworden, dass zwei hochrangige Manager bei 230 Dollar einen Teil ihrer Aktien verkauft haben. Also da ist wieder viel gepusht worden, viel beschönigt worden. Mit künstlicher Intelligenz, diesem Zauberwort, hat man hier die Anleger ein bisschen verlockt und hier ein bisschen Pornografie verbehren, meine Damen und Herren. Und seien Sie mal ehrlich, deswegen gucken Sie doch die Videos, wenn Sie ganz ehrlich sind. Hier sehen wir mal der 30er SMA gegenüber den 9er SMA. Jedes Mal, wenn das passiert ist, ging es danach nach unten. Diesmal, meine Damen und Herren, aber ist alles anders. Und hier sehen wir nochmal auch 20er SMA, der hier jedes Mal nicht überwunden werden konnte. Also gleitende Durchschnitte für diejenigen, die sich nicht so für Charttechnik interessieren. Aber jedes Mal sehen wir, wir haben diese gleitenden Durchschnitte nicht überwunden, dann solche langen Dochte gemacht beim S&P 500. Und heute wird ja die Investorenkonferenz von Elon Musk für weitere Euphorie sorgen. Ich bin ganz sicher, wie meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, dass Tesla auf 15.000 Dollar steigen wird. Da bin ich mir ganz sicher. In Sachen Reichweite, in Sachen Batterie hat jetzt vor allem BMW und Mercedes Tesla weit überholt. Die sind jetzt ziemlich zurückgefallen. Oh Gott, jetzt kommt wieder die Religionsgemeinschaft Tesla und sagt, er hat den Elon gelästert. Tesla ist doch in allen Bereichen so innovativ und so weit vorne wie kein anderes Unternehmen. Ja, natürlich ist das so. Der geniale Elon ist und wird nie überboten werden. Das ist doch klar. Aber hast du schon Pech, dann kommt auch noch Unglück dazu. Das waren heute die Inflationsdaten aus Germania, aus Deutschland. 8,7 VPI, aber HVPI, also die harmonisierte Verbraucherpreisberechnung, statt der 9,0, 9,3% erwartet. Also auch das wieder ein Schlag ins Kontor. Höhere Inflation. Hier sehen wir, dass die Kerninflation weiter steigt. Also die Inflation ohne Nahrung und Energie von 5,6 auf 5,8% gestiegen. Hier sieht man also überhaupt noch nichts Disinflationäres, um jetzt mal den Jerome Powell zu zitieren. Und hier sehen wir nochmal, dass die zweijährige US-Anleiherendite jetzt das höchste Niveau wieder erreicht hat seit 2007, eben auch in Reaktion auf die deutschen Daten. Also die Deutschen, die haben Einfluss in der Welt, gell? Zumindest bei der Inflation, muss man sagen. Und wir hatten ja gestern schon gesehen, höhere Inflationsdaten aus Frankreich und Italien. Und das hat natürlich die gute Madame Lagarde ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, wie auch die heutigen Inflationsdaten aus Deutschland. Zumal jetzt Italien heute bekannt geben musste, hüps, wir müssen unser Haushaltsdefizit mal für die letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre nach oben revidieren. Wir haben also größere Defizite.
Na gut, ne? Das kann man ja mal machen zwischendurch. Also hier auch da großartige Nachrichten. Und das alles könnte dann auch für die Deutsche Bundesbank ein bisschen unangenehm werden. Die hat jetzt ihren faktischen Verlust von 1 Milliarde Euro kaschiert, indem man sich aus den Rücklagen bedient hat. Die Bundesbank hat ja Anleihen, Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen gekauft. Als die Renditen bei Null waren, jetzt steigen die Renditen, respektive die Anleihekurse fallen. Dadurch entstehen Verluste in der Bilanz. Und obendrauf kommen jetzt noch die Target-2-Salden, die jetzt zwischen Dezember 18 und 22 mal ganz entspannt in Richtung 1,3 Billionen unterwegs sind. Wenn also den Italienern einfällt, hups, wir haben jetzt doch vielleicht noch ganz andere Defizitprobleme, wir wollen jetzt nicht mehr im Euro sein, dann würde Deutschland auf diesem Betrag, bei dem Italien einen wesentlichen Anteil hatte, wohl sitzen bleiben. Erste Artikelempfehlung hier nochmal mit der Bundesbank. Schauen Sie sich das mal an, die hat ja immer Gewinne abgeliefert, die Zeiten sind vorbei in Zeiten steigender Zinsen. Also die EZB sorgt durch steigende Zinsen praktisch für den Verlust in ihrer eigenen Bilanz. Auch das ist ein Treppenwitz. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Inflation für Februar in der Analyse. Da sehen Sie mal genau, was da wirklich unter der Oberfläche passiert. Also zwei Artikelempfehlungen. Die Bullen haben die Hoffnung, dass die Arbeitsmarktdaten am Freitag schlecht ausfallen. Ansonsten wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.